Sarah, was sind deine Herausforderungen? Ja, ich habe ja Neurodermitis und das äußert sich im Gesicht, vor allem an den Augen. Und ich habe da immer so gerötete Stellen, die auch schuppig sind, weil ich halt am meisten Make-up trage. Und das ist auch so ein bisschen geschwollen, habe ich das Gefühl, weil meine Augen dann immer so klein wirken. Und wo wir bei Augen sind, also ich habe auch Augenringe, mal mehr, mal weniger. Heute zum Glück ein bisschen weniger, aber die stören mich schon ziemlich. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Produkte da jetzt so wirklich helfen. Beziehungsweise habe ich einfach noch keine richtigen gefunden. So, ich trage dir jetzt die Augenpads auf. Machst du was akut zu Hause gegen die Augenschatten? Eigentlich nicht. Also ich überschminke sie meistens einfach nur. Also nur wirkst nur dekorativ dagegen sozusagen? Ja, genau. Okay. Ja, von daher mein Tipp auch für die Zuschauer, wenn man so ein bisschen Augenschatten hat und was dagegen machen möchte, sind solche Augenpads natürlich super. Kann man so ein- bis zweimal die Woche auf jeden Fall machen. Hier, die wirken erstens auch abschwellend, wenn man sie auch im Kühlschrank lagern kann, ein bisschen kühlend. Und hier wird auch das Gewebe gefestigt, wieder ein bisschen mehr aufgebaut, sodass die blauen Schatten einfach optisch auch verschwinden. So, den Unterbereich haben wir jetzt schon abgedeckt. Jetzt gebe ich auf die Oberlider noch die Augencreme, so als Maske. Ein bisschen dicker auftragen. Das ist ja auch der Bereich, der bei dir ein bisschen geschwollen manchmal, aber auch sehr, sehr trocken ist. Ne? Ja. Der Unterschied bei beiden Produkten ist, die Pads einmal die Woche oder zweimal die Woche, je nach Intensität der Augenschatten. Und die Creme sollte eigentlich jeden Tag in den Augenbereich aufgetragen werden. Also am besten morgens und auch abends. Und je nachdem, wie jetzt in Sarahs Fall, wenn es akut ist, also sehr trocken und schuppig ist, einfach über Nacht auch mal dicker aufgetragen als Maske und dann schön einwirken lassen.